Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Bali Berseri. Guten Abend, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie heute wieder bei Time to Do dabei sind. Ich hoffe, Sie hatten ein tolles Wochenende, ein entspanntes Wochenende und haben auch den Bloody Monday, wie ihn manchen nennen, gut herumgebracht. Auch wenn das Wetter heute noch so erträglich war, sitzen Sie hoffentlich zu Hause jetzt und können sich entspannen. Was ich heute alles in meinen Mails gefunden habe, und ich hatte das Wochenende keine Gelegenheit, mir in meinen Mail-Account anzuschauen, war teilweise erschreckend und manchmal konnte ich nur mit dem Kopf schütteln. Ich glaube, wir haben im Moment so eine Zeit, wo alles so an die Grenzen des Ausflippens hingeht. Weil ich kann es nicht anders bezeichnen, weil es nicht nur in einem Bereich so ist, nein. Egal, wo Sie hinschauen, entweder es geht ausschließlich ums Geld, es wird alles gemacht fürs Geld, egal ob die Menschen auf der Strecke bleiben oder nicht. Wenn Sie auf die andere Seite schauen, die Unversehrtheit der Person, diese hohen Güter, die in Menschenrechtserklärungen, Grundgesetzen und Verfassungen verankert sind, scheinen auch nicht mehr mehr wert zu sein als das Papier, auf dem sie geschrieben sind. Und so reihen sich Dinge aneinander und wenn man so einen ganzen Tag dann nur, das habe ich gemacht von heute Morgen bis vor einer Stunde, meine ganzen Mails bearbeitet und mir die Informationen angeschaut und teilweise zu anderen Recherchen noch Informationen dazugeholt. Und manchmal schüttelt es mich schon. Jetzt bin ich ja von innen her so eine Frohnatur und wäre ich das nicht, hätte ich mich bestimmt schon hinter den Zug geworfen. Ist nicht auch für mich keine Alternative. Aber manchmal lehne ich mich so zurück und sage, sind die Menschen wirklich so einfältig, dass sie nicht verstehen, was da wirklich gemacht wird und um was es wirklich geht? Sind wir wirklich so abgestumpft schon, dass wir die ganzen Signale gar nicht mehr wahrnehmen und jeden Tag wie so Roboter vor uns hin trotteln und unsere Jobs erledigen, um abends dann zu Hause wie eine Leiche auf dem Sofa oder im Bett zu liegen? Ich weiß nicht, ob das Leben heißt und wenn ich den Schöpfer irgendwann treffe, dann werde ich ihn mal fragen, ob er das so geplant ist oder ob wie vieles andere wir das einfach falsch machen. Und da einige davon profitieren und die, die Macht haben und wir nicht aufgepasst haben die ganzen Jahre, bleibt das halt ganz einfach so und wir müssen jetzt uns dem Ganzen fügen. Wer nicht die Möglichkeit hat, sich auf gewisse Weise autark zu machen, bleibt in diesem ganzen Strudel irgendwann stecken und wie gesagt, es gibt da einen guten Satz davon, den kennt man vielleicht auch andersrum, aber der ist viel treffender. Wer nicht vom Weg abweicht, bleibt auf der Strecke. Und wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, dann stellt man fest, der Weg ist das, was wir vorgegeben kriegen. Da hast du lang zu laufen. Wenn wir das tun, ohne unseren eigenen Verstand einzuschalten, ohne zu wissen, wer wir sind und was wir für tolle Geistwesen sind, die hier in diesen Körpern stecken, dann spüren wir das nicht. Und dann laufen wir wie Lemminge dem Weg nach, bis irgendwann der große Absturz kommt. Aber es gibt auch Menschen, die sich anfangen, Gedanken zu machen. Immer mehr, Gott sei Dank. Die haben mir auch wieder viele, viele Botschaften geschickt. Eine Geschichte möchte ich Ihnen mal kurz vorstellen für alle die, die sich in der Schweiz engagieren wollen. Und zwar gibt es da eine Bewegung, sage ich mal, die nennt sich Swiss Zeitgeist Movement. Wenn wir das mal zeigen. Das Swiss Zeitgeist Movement ist Teil des globalen Zeitgeist Movements, das sich weltweit für folgende Ziele einsetzt. Unseren Planeten als eigenständiges System technologisch zu vereinigen. Menschliche Arbeit so weit wie sinnvoll und möglich technisch automatisieren. Auf friedliche Weise der Geld- und Marktwirtschaft entwachsen. Statt privatem Eigentum allen Menschen universellen Zugang ermöglichen. Selbsterhaltende und nachhaltig funktionierende Infrastruktur erbauen. Die wissenschaftliche Methode auch für gesellschaftliche Entscheidungen einsetzen. Und wenn man das dann so liest, ich stelle das PDF wieder zur Seite. Mensch statt Geld, das Zeitgeist-Movement ist keine politische Bewegung. Sie erkennt weder Nationen, Regierungen, Rassen, Religionen, Glaubenssätze und soziale Klassen an, sondern sieht die Menschheit als eine große Familie, ungeachtet der persönlichen Herkunft. Unsere Auffassung führt uns zu dem Schluss,
dass die oben genannten Begriffe falsche überholte Kategorien sind, die weit davon entfernt sind, als positive Faktoren für echte gemeinsame menschliche Entwicklung und die Entfaltung des menschlichen Potenzials zu wirken. Sie basieren auf Machtverteilung und sozialer Klassenbildung statt Einheit, Gleichheit und Kooperation, welche wir anstreben. Ganz tolle Ziele. Ich gehe noch mal ein Stückchen hier runter, wo es um Wachstum geht. Wachstum versus Ressourcen. Aus der Sicht der Bewegung hat sich unsere Lebenswirklichkeit von der psychischen Welt, von der physischen Welt immer wieder entfernt. Die Produktions- und Verteilungsmethoden haben keinen Bezug mehr zur Umwelt. Unsere Gegenklammer Brauch des profitbasierten Wachstums getriebenen monetären Systems ist zu einem der größten zerstörenden Faktoren der natürlichen Welt geworden. Ganz zu schweigen von seinen Auswirkungen auf die menschlichen Werte und die Umwelt. Es ist wichtig zu verstehen, dass die gesamte globale Wirtschaft zyklischen Konsum benötigt, um zu funktionieren. Dies bedeutet, dass das Geld ständig zirkulieren muss und somit ständig neue Güter und Leistungen eingebracht werden müssen, ohne Rücksicht auf die Umweltfolgen oder die tatsächlichen menschlichen Bedürfnisse. Dieser ewige Kreislauf hat einen fatalen Haken. Ressourcen, und das wissen wir, sind einfach nicht unbegrenzt vorhanden. Ganz tolle Ansätze. Ah, das ist auch toll, mit anderen Worten. Das System erfordert Probleme und einen ständigen Bedarf bei Konsumenten, um zu funktionieren. Je mehr Menschen krank sind, desto besser geht es der Wirtschaft, weil die medizinische Behandlung teuer ist. Unnötig zu sagen, wie innewohnend Menschen verachten, das ist alle auf Geld basierenden Systeme, sei es Kapitalismus, Kommunismus, Sozialismus, Faschismus, freie Marktwirtschaft oder andere, sind grundsätzlich losgelöst von den natürlichen Ressourcen und damit vom menschlichen Wohlergehen. Jetzt schauen wir uns noch mal kurz die Webseite an. Die habe ich auch mal hier. So sieht die Webseite auf, The Swiss Zeitgeist Movement. Die Webseite heißt www.swisszeitgeistmovement.ch. Alles in einem Wort geschrieben. Und dann können Sie hier über die ganzen, was der Hintergrund ist des Ganzen, was passiert in der Schweiz und mach mit, werde Mitglied des globalen Netzes, hilf bei Aktivitäten und ein Forum gibt es auch. Da können Sie sich erkundigen über die ganzen Tätigkeiten und sich natürlich auch engagieren. Ja, liebe Zuschauer, das hört sich doch mal gut an, dass es Menschen gibt, auch hier in der Schweiz, die anfangen, sich zu organisieren. Und wie gesagt, wir haben schon mehr wohltätige Organisationen vorgestellt, ob das Gemeinwohl Schweiz ist oder We Are the Change Switzerland und. Junge Leute, Erwachsene, gebildete Menschen, alle verstehen plötzlich, dass wir was ändern müssen. Es scheint nur ein paar zu geben, die immer noch den alten Regeln folgen wollen. Aber wie gesagt, die wird es dann wegreißen, weil wie gesagt, die Zeit wird niemand aufhalten können. Mit keiner Macht der Welt, auch nicht mit Militär, mit Waffen, mit Polizei, gibt es nur einen Haufen Toten. Am Schluss setzt sich doch das durch, was gewollt ist. Und das haben wir in der Historie oft genug dürfen erleben. Vielleicht ist es dieses Mal so, dass wir nicht wieder zur Gewalt und Waffen greifen müssen. Vielleicht fangen wir dieses Mal an, auf friedlichem Wege die Dinge zu lösen, so wie sie für die Menschen zum Wohle sind. Eine andere Sache, die ich heute oder gesehen habe, bekommen habe ich sie schon vor ein paar Tagen. Und das hat mich auch fasziniert. Ich zeige Ihnen einmal kurz diesen Bericht. Sie erinnern sich, als Martin Zoller da war, haben wir darüber gesprochen, dass er jetzt wieder zurück ist in Bolivien und in Bolivien auch die kalte Jahreszeit lebt. Bolivien ist das Land mit einer einzigartigen Verfassung und mit mittlerweile der größten Umsetzung von Menschenrechten. Und mittlerweile fängt die Wirtschaft an zu florieren, da die sich von dem ganzen Quatsch wie IWF und Weltbank und was weiß ich alles losgesagt haben und machen ihr eigenes Ding. Das würde in Europa ein paar Staaten auch gut anstehen, weil dann würden sie vielleicht merken, dass sie wieder wirklich ein Staat sind und nicht nur willfähige Soldaten von ein paar Mächtigen auf dieser Welt, die nach vorne vor die Bevölkerung stehen und immer schön reden und schöne Dinge erzählen und im Hintergrund passiert genau das Gegenteil oder nichts. Was ist in Bolivien passiert? McDonald's will seine Restaurants in Bolivien schließen. Und zwar warum?
Weil die Menschen einfach gesagt haben, wir haben unseren eigenen Fastfood, das sind eigene in Bolivien hergestellte Produkte, natürlich. Es gibt einen ganz kurzen Trailer dazu aus den bolivischen Nachrichten. Er wird ins Englische übersetzt, aber allein bei den Bildern, und das ist nicht sehr schwierig, können Sie ein paar Worte verstehen. Er geht knapp 2 Minuten, den will ich Ihnen mal kurz zeigen. Time now for our regular focus on McDonald's has more than 30,000 outlets in 120 countries. It serves more than 68 million customers a day. It's been in China and Russia for nearly 2 decades. The Golden Arches are almost everywhere, but not Bolivia. Daniel Schweimler went to find out why. This is a common sight throughout Latin America, this symbol of American cuisine and commercialization. But if you're looking for a Big Mac with fries in Bolivia, then you're going to be disappointed. McDonald's closed its 8 restaurants in Bolivia in 2002 since they simply didn't take off in one of the poorest countries in the region with its own rich culinary tradition. Many cheap and nutritious dishes are served on the street while people go about their business. Those traditional dishes are also being adapted for the top end of the market. We've moved on from traditional Bolivian cooking and are now serving the new Bolivian cuisine. We're now making new dishes using traditional ingredients like quinoa. Here we've got a quinoa dish which is very tasty, which the tourists love. The French eat this and always praise the chef for this dish. Bolivia's first indigenous president, Evo Morales, has been promoting traditional homegrown products such as quinoa and the hundreds of varieties of potato grown in the Andes Mountains, above the foreign imports. It's all a question of taste. Bolivia had its own fast food long before the first hamburger was prepared, and some of it before the first Spaniards got here. The thinking here being, why import it if you can make it better yourself? Daniel Schweimler, CCTV. La Paz. Very good. Sie haben es gehört, liebe Zuschauer. Bolivien hat seine eigene Tradition von Kurzessen oder Fastfood, schnellem Essen. Es geht einfach darum, dass es aus natürlichen Dingen hergestellt wird. Und Sie haben die Marktstände eben gesehen. Bolivien ist ein Land mit sehr viel Landwirtschaft. Und dort gibt es immer tolle, frische Produkte. Und da wird es mir gerade ganz hungrig, weil ich habe wieder heute zu wenig gegessen. Aber vielleicht gibt es nachher noch eine frisch gemachte, gute Gemüsesuppe. Also Sie sehen, immer mehr setzt sich das wieder durch, dass die Menschen zurückgehen auf ihre ursprünglich gemachten Erfahrungen. Wenn sie sich biologisch und gut ernähren, dann sind sie widerstandsfähig und dann haben sie auch keine Probleme damit, dass sie irgendwann zu viele Pfunde auf den Rippen haben und wissen nicht, wie sie sie wieder loswerden sollen. Jetzt gibt es im Bereich der Lebensmittel natürlich nicht nur tolle Geschichten. Wir haben da letztes Mal drüber berichtet, als ich immer wieder den Leuten sagte, achtet darauf, was in euren Lebensmitteln ist, denn da ist natürlich nicht nur Gutes darin. Wie soll es das auch sein, wenn wir die ganze Zeit draufschauen und alles ist verpackt, alles ist in Plastik, alles ist mit E-Stoffen, Geschmacksverstärkern, Aromastoffen, die sogenannten Glutamate, versehen. Wir haben künstlichen Zucker, wir haben andere künstliche Stoffe und denken, das wäre so gut, nur weil es schmeckt. Und Geschmack ist Manipulation. Wissen Sie, was Food Designer sind? Food Designer beschäftigen große Lebensmittelkonzerne. Wenn die ihre Produkte kreieren, dann das Fertigmenü gleich zum in die Mikrowelle hineinschieben. Also ich meine das Füllmaterial, ich rede nicht von Nahrung, ich rede nicht und schon gar nicht von Lebensmitteln. Dann wird da geschmacklich im Labor so lang dran rumgefeilt, bis die genauen Dosen der zugegebenen Geschmacksstoffe, Aromen, wie gesagt, so sind, dass sie sagen, boah, schmeckt das toll. Aber letztendlich für ihren Körper haben sie nichts Verwertbares. Lassen sie es 2% sein von dem, was sie eigentlich bräuchten, von den 100%. Und
Das ist unser großes Problem, da wir alles schnell, schnell machen wollen, weil wir der Meinung sind und immer mehr so erzogen werden, dass wir Rekorde brechen müssen, dass wir in kürzester Zeit noch mehr Dinge erledigen müssen, obwohl andere auf der Straße stehen und keinen Job haben. Und diese Dinge entwickeln sich immer konträr und immer weiter. Und auch da scheinen wir nicht zu merken, um was es eigentlich geht. So. Jetzt schauen wir uns, jetzt schauen wir uns das einmal an, um was es da geht, weil das sind die Dinge, die Sie vielleicht bei sich selbst oder bei Ihren Kindern oder bei anderen Gelegenheiten, bei großen Veranstaltungen immer sehen. Und jetzt schauen Sie mal, was man da eigentlich isst. Dies ist vielleicht die erste Generation, die nicht so alt wird wie ihre Eltern. Ich rede mal jetzt nicht über die Illuminaten oder über die anderen Sekten. Ich will euch nochmal zum Nachdenken bringen. Es bezieht sich auf die Nahrung und ich garantiere euch, dass ihr nach diesem Video genauer nachschauen werdet, was ihr esst oder trinkt. Ich zeige euch noch mehr Zufälle, die auch zufällig zu den Illuminaten gehören und ihren Plänen. Ihr werdet euch wundern und fragen, warum diese Produkte hier zugelassen sind. Jeder hat mal einen Energy Drink getrunken und weiß, dass man danach topfit sein sollte. Uns wird erzählt, dass wir danach besser denken und uns besser konzentrieren können. Wir fühlen uns danach gut. In den Energy Drinks sind Inhaltsstoffe wie Taurin, Inosit und Koffein drin. Koffein kennt jeder, aber wie sieht es mit den anderen zwei Stoffen aus? Taurin wird oft in Verbindung gebracht mit Energy Drinks, sowie der Stoff Inosit. Es wird gesagt, dass diese beiden Stoffe ausschlaggebend sind dafür, dass wir uns so gut fühlen. Naja, wenn uns das jemand sagt, der es produziert und wir davon keine Ahnung haben, dann glauben wir dem. Natürlich sind die meisten Menschen zu faul und gleichgültig und informieren sich nicht über das Produkt. Man geht davon aus, dass diese Produkte getestet worden sind und sie auch deswegen nicht gefährlich sind. Die Behörden ignorieren das. Sie möchten den Status quo beibehalten. Unsere Ernährung führt dazu, dass jedes Jahr 500.000 Amerikanern die Brust geöffnet wird. Manche Leute würden das extrem nennen.
Ja, dann haben wir das Thema mit den Zusatzstoffen in der Nahrung einmal wieder, einmal mehr. Und oft genug kann man es gar nicht darstellen, dass endlich die Menschen, die das sehen, in ihrem Umfeld darüber berichten. Und glauben Sie nicht, dass es von heute auf morgen geht. Ich kenne Menschen, die haben 40 Jahre lang jeden Tag eine Kanne Kaffee getrunken. Und als das knapp 60 waren, hat es mit einem Kreislaufkollaps umgeballert und halbseitig gelähmt. Ich kenne andere Menschen, die waren die Zuckerfreaks. Das heißt, da fing es schon morgens an mit Süßigkeit und über Mittag gibt es noch ein Stück Kuchen und da gibt es noch eine Sahne und da gibt es ein paar Bonbons noch dazu und dann wird dauernd Kaugummi gekaut und Süßgetränke getrunken. Hält ihr Körper gut 20 Jahre aus. Und nach 20 Jahren schwerwiegende Diabetes heute, der Mann ist 72 und hat offene Beine, kann sich nicht mehr bewegen. Vielleicht lebt er noch 10 Jahre, ja gut, leben. Vielleicht ist er noch lebendig 10 Jahre, weil Leben ist etwas anderes. Leben hat mit Genuss und mit Erleben zu tun. Und lebendig sein heißt, das Herz schlägt noch und das Hirn hat auch noch ein paar Funktionen. Jetzt, seit über 10 Jahren, liegt er zu Hause im Bett und muss gepflegt werden, weil er, wie gesagt, sich fast zerfällt. Er kann ganz wenig nur noch essen, wird meistens mit Kochsalzlösungen versorgt, keine Haare mehr, gelb im Gesicht. Das sind die Dinge, die dann passieren. Und ich sage es nochmal, Zucker war vor ungefähr 70, 80, was haben wir, 100 Jahren apothekenpflichtig. Ja? Sie hören richtig, Zucker konnten Sie nur in der Apotheke beziehen, weil man damals schon um die Gefahr wusste. Nur wie gesagt, als unser Hirn zur Geldmaschine umfunktioniert wurde. Weißt du, manchmal denke ich, manche haben im Kopf so einen einarmigen Banditen. Und immer wenn es da dran ziehen, muss es klimpern. Und alles, was nicht klimpert, funktioniert nicht. Als wenn sich die ganze Welt nur um Geld drehen würde. Wir haben doch wirklich andere Thematiken, um die wir uns kümmern sollten, als ständig dem Geld hinterherzurennen. Und wie gesagt, Sie haben es gehört, dass nicht nur die einzelnen Stoffe wie Taurin oder wie Aspartam gefährlich sind. Es gibt eine ganze Reihe. Und wenn Sie sich informieren wollen, geben Sie im Internet unter Google Zusatzstoffe ein. Da bekommen Sie die ganzen Listen der sogenannten E- und Zusatzstoffe. Und die können Sie dann auch wieder im Google einkopieren und können dann mal lesen, was Fachleute über diese Stoffe sagen, die vielleicht gerade in dem Essen drin ist, was bei Ihnen auf dem Tisch steht. Und wenn Sie einkaufen gehen, denken Sie immer, alles in Plastik verpackte wäre hygienisch. Also so schmutzig ist unsere Umwelt nicht, zumindest in geschlossenen Räumen nicht, dass wir heute alles mit Plastik verpacken müssen. Und eine gute Wasserqualität in Anführungszeichen haben wir auch noch, dass wir es abwaschen können. Und wir können anfangen, die alten Methoden anzuwenden, wie Verwirbeln vom Wasser und wie wieder einfach natürliche Nahrung zu uns zu nehmen, wenn wir in diesem Leben bis ins Alter uns gut fühlen wollen und wenn wir unser Leben genießen wollen. Sollte das nicht Ihr Wunsch sein, dürfen Sie weiter Süßgetränke, Energydrinks, Fertigfood, alles essen. Denn dann haben Sie sich in Ihrem Leben selbst entschieden, wie Sie Ihr Leben führen wollen und wie Sie mit Ihrem Körper umgehen wollen. Und das ist Ihr gutes Recht. Ja? Ich werde nie jemanden negieren, der Energydrinks trinkt oder irgendwelchen Süßkram zu sich nimmt. Warum? Der Mensch ist selbst Entscheider. Dazu haben wir den freien Willen bekommen. Ich gebe Ihnen Informationen über Berichte, über recherchierte Dinge, über Studien, über alles Mögliche, die Sie vielleicht so noch nicht gehört haben. Ja, das ist es. Auch da habe ich viel Nachricht bekommen zu dem Thema Massenmedien und Konzerndenken und sowas. Immer mehr Menschen merken das, immer mehr Menschen trennen sich von ihren Massenmedien, ob sie ihre Zeitungen abbestellen oder einfach auf das Fernsehschauen verzichten. Da sind sie zwar nicht die Fernsehgebühren los, weil hier geht es ja nach dem Könnte-Prinzip und nicht nach dem Tun-Prinzip. Und da man das heute überall empfangen kann, auf jedem Smartphone und auf jedem Computer, ist das in vielen Ländern, so in Deutschland gerade neu, mit riesigem Rabatz, dass jeder bezahlen muss, ob er schaut oder nicht. Das wäre eine tolle Geschichte, dann würde es vielleicht Schweiz 5 auch gut gehen, wenn jeder, der im Staate lebt, einfach einen Franken an Schweiz 5 im Monat geben müsste. Dann könnten wir mal richtig Programm machen. Aber vielleicht
ist das genau der Punkt, den man ja nicht will. Weil dann würde ich Ihnen Berichte servieren, da wird sie es nur noch schocken vor Ihrem Computer oder auf Ihrem Wohnzimmersessel. Aber es ist wichtig, dass wir uns da nicht unterkriegen lassen, sondern uns daraus lehrhaft weiterbilden und sagen ganz klar, okay, ich schaue mir das jetzt an und dann ändere ich mein Leben. Ich kann es Ihnen nur empfehlen, wenn Sie sich gut fühlen wollen. Denn das ist das Wichtigste, was wir haben, jeden Morgen mit einem Lächeln im Gesicht aufstehen zu können. Und dass Sie weiter lächeln können, gehen wir jetzt kurz in die Werbepause und gleich nach der Werbung schauen wir uns nochmal an, was Fluorid ist. Bis dann. Schon sind wir wieder da. Ich hoffe nicht, dass Sie jetzt an Ihrem Kühlschrank waren und haben dort alles rausgeräumt, was eventuell mit Fluorid oder mit Aspartam oder mit Taurin oder mit sonst einem Zusatzstoff versehen ist. Empfehlen würde ich Ihnen das trotzdem, einen Cut zu machen. Und was noch wichtig ist, habe ich vor kurzem von einer Familie eine E-Mail bekommen. Die Mutter hat meine Sendung gesehen, hat sie es dem Ehemann erzählt und die haben sich abends hingesetzt und haben mit ihren drei Kindern im Alter von 9 bis 17 gesprochen und haben sich entschlossen, alle diese Dinge sein zu lassen. Dafür, wie gesagt, haben die Kinder einfach gezeigt bekommen und die Eltern haben sich da wirklich viel Mühe gegeben, was für Alternativen es gibt, wie zum Beispiel gesunde Gummibärchen beim Time-to-Do-Shop. Nur ein kleines Beispiel. Die gibt es natürlich auch noch woanders, klar, aber wir stellen ja auf dem Shop alle Artikel ein, die Gäste unserer Sendung uns zeigen oder die über Hinweise von Zuschauern kommen. Und ich habe auch meinen Kindern gerne mal was Süßes gegeben, aber immer mit einem weinenden Auge, weil die Masse der Stoffe, die drin sind, einfach der Horror sind. Und immer mehr habe ich Suchen angefangen und siehe da, es gibt tolle Bonbons, Sanddorn habe ich vor kurzem von jemand eine Tüte bekommen und nichts drin, Zucker ist drin, aber relativ wenig und sehr, sehr lecker. Und dann habe ich, wie gesagt, weil ich auch ein Gummibärchenesser bin, hat mir jemand gesagt, schau mal aus reinem Fruchtmark und siehe da, sie schmecken toll und ich muss mir keinen Kopf machen, schauen Sie auf die anderen Gummibärchen, immer auf die Rückseite. Und wenn Sie mehr als einmal E sehen, und das kann dann nur noch Zitronensäure sein, die Konservierung betrifft, das ist noch so ein Grenzfall. Aber alles andere gehört einfach nicht da hinein. Und man kann das auch zum Wohle machen, aber es kostet immer ein bisschen mehr, weil natürlich nicht solche Riesenmengen hergestellt werden, wie Sie das bei klassischen Gummibärchen kennen. Und dann muss natürlich die kleinere Manufaktur auch leben können. Aber, wie gesagt, wem seine Gesundheit nicht wichtig ist, der kann ja das weiter essen, was er bisher auch isst. Fluorid, das war das Thema, was eben in dem ersten Beitrag genannt wurde. Kriege ich immer viele Mails. Ich soll da eine Sendung machen. Ich habe schon vor einem Jahr eine gemacht über das Thema Fluorid. Aber ich habe eine gute Zusammenfassung gefunden, die 6,5 Minuten geht, um Ihnen nochmal nahezubringen, was Fluorid eigentlich für ein übles Zeug ist. Und wie gesagt, in Wasser oder in Zahnpasta gehört das bestimmt nicht hinein. Ich habe Ihnen damals schon oft erklärt in den Sendungen, ich benutze seit, ich glaube, 10 Jahren eine komplett schadstofffreie und giftfreie Zahnpasta, die erstens wunderbar schmeckt, die Zähne toll reinigt und noch ein basisches Milieu im Mund entsteht und kein Zahnstein, keine Problematiken, also die Zahnärzte verdienen nicht sehr gut an mir, vielleicht wird es deswegen unterdrückt, aber finden Sie auch im Shop bei uns. So, jetzt schauen wir uns einmal an, was es hier gibt. Muss man mal gucken, hallo. Schwarzbild. Warum haben wir jetzt hier ein Schwarzbild? Jawohl, jetzt geht's los.
Auch diesen Text, liebe Zuschauer, werden wir natürlich an unsere Sendung anhängen. Das heißt, unten im YouTube-Kanal bzw. auf unserer Homepage unter Sendungen finden Sie immer die entsprechenden Links und natürlich, wenn es gibt, entsprechende PDFs dazu, wo Sie das selbst nachlesen und recherchieren können. Fassen wir doch mal zusammen, was wir in den letzten 4 Wochen so aus verschiedenen Bereichen zusammengetragen haben. Wir haben zusammengetragen, dass vom Himmel fällt Aluminium und Barium, was letztendlich von den meisten Wissenschaftlern als gefährliches Gift für Hirnschädigung, Demenz, Alzheimer in der Konsequenz verantwortlich gemacht wird. Wir haben eben gelesen, dass in den beliebtesten Drinks und Milliardendosen werden davon verkauft, Mittel drin sind, die unsere ganze junge Generation zu Zappelphilippen macht. Und jetzt kriegen wir noch eine Zahnpasta, die uns dumpf und willenlos macht. Naja, dann ist ja alles erreicht. Da frage ich mich, wozu haben wir Gesundheitsministerien, wozu haben wir Gesundheitsdepartments, wenn all diese Dinge, und Sie haben die Namen gesehen, da unterschreiben ja keine Nasenbären mit dem Zusatz Verschwörungstheoretiker, nein, da unterschreiben Wissenschaftler, Doktoren, Professoren, Mediziner und viele andere, die sich mit den Thematiken auseinandergesetzt haben. Und Sie können das ja einfach beobachten. Jetzt weiß ich manchmal, warum so viele Menschen einfach sich nicht interessieren. Vielleicht putzen die schon 40 Jahre ihre Zähne mit Fluoriden und trinken brav das Flaschenwasser aus dem Supermarkt. Haben wir ja eben gesehen, 0,7 Liter, 1,5 Milligramm Fluorid drin. Und was haben wir vorher gesehen in der Präsentation? Ein, wie gesagt, Part per Million ist bereits als Gift zu bezeichnen. Und jetzt kommt ja noch dazu, was wir täglich so aufnehmen über die Luft und was wir uns so an Strahlen aufnehmen und so weiter, wenn Sie das zusammenfassen. Und jetzt will ich von Wechselwirkungen überhaupt nicht reden. Dann muss das jedem doch klar sein, der vor dem Bildschirm jetzt sitzt, dann muss er doch sagen, irgendwas stimmt doch da nicht. Oder sehen Sie eine Pflanze draußen, in der Fluorid drin ist oder Fluor? Sehen Sie eine Pflanze oder ein Gewächs, was wir als Nahrungsmittel haben, wo Chlor drin ist oder wo Aspartam drin ist? Nein, nicht. Das ist alles künstlich hergestellter Mist, der eigentlich in unserer Nahrung nichts zu suchen hat. Und trotzdem wird es reingegeben. Jetzt kommen wir wieder zurück. Wo schließt sich der Kreis? Dort, wo es ums Geldverdienen geht. Und da wird lobbyiert und da werden Politiker manipuliert. Manchmal, ich will ja da niemandem was unterstellen, manchmal wissen die gar nicht, weil ja die Wissenschaftler um sie herum von den Konzernen gekauft sind, was sie da an Gesetz zulassen oder was sie an Stoffen zulassen, weil der politische Arm ist meistens nicht der wissenschaftliche, der dann ja sagen muss. Und die Wissenschaftler, von denen gibt es welche, sage ich immer, mit Charakter und wenig Geld und ohne Charakter mit viel Geld. Das kommt einfach daher, weil die Frage ist, wie agiere ich als Wissenschaftler nach meinem Gewissen, um für die Menschheit das Beste zu erforschen, oder agiere ich nach dem Maßstab, dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Und das können wir halt nicht unterscheiden. Es ist ja für jeden vollkommen logisch und klar verständlich, wenn Sie jetzt durch 30, 40, 50, 60 bis zu 100 Programmen zappen, werden Sie auf den wenigsten Programmen Aussagen hören, wie Sie sie bei Time to Do hören. Warum hören Sie die nicht? Wobei ich sagen muss, meine Kollegen von der ARD und von Arte geben auch richtig Gas. Ich habe vor kurzem Berichte über Pelze und heute gesehen. Da habe ich mir überlegt, ich werde mich jetzt als nächstes umschauen, welches, ich trage gern Lederschuhe, weil bisher war das so für den Fuß gut, dieses Plastik an den Füßen oder diese ganzen Snookers, Turnschuhe und sowas, das mag ich nicht. Jetzt habe ich gesehen, dort kaufe ich sie natürlich nicht, aber ich habe gesehen, wie es möglich ist, dass es um 40 Franken bereits ein paar Lederschuhe gibt. In dem Moment, wenn die Kinder in Bangladesch und Indien bis zu den Knien im Chrom drin stehen, in der Brühe aus Chrom, wenn gegerbt wird und dort kommen die billigsten Felle her. Und wie gesagt, für mich muss kein Tier sterben, dass ich Schuhe habe. Heute gibt es bestimmt genügend Materialien und da werde ich mich jetzt schlau machen und werde Ihnen das natürlich dann auch präsentieren. So, dann hatten wir noch den passenden Anhangbeitrag dazu, 48. Wie lange habe ich noch Zeit? Regie? Dann geben wir mal gleich Gas.
weil das passt sehr wohl dazu. Und dort geht es um das Thema und jetzt geheimes Recht. Großkonzerne kippen unser Rechtssystem. Es geht um den Einfluss großer multinationaler Konzerne, die Entmachtung der Politik und um geheime Verfahren, die uns Steuerzahler sehr viel Geld kosten können. Klingt wie eine Verschwörungstheorie, ist aber politische Realität. Die Rede ist von sogenannten Investitionsschutzabkommen, internationale Verträge, mit denen Großkonzerne ihre Interessen gegenüber Staaten an Gerichten vorbei durchsetzen können. Oft geht es dabei um Milliardenbeträge, um die hinter verschlossenen Türen verhandelt wird. Die Öffentlichkeit bekommt davon meist nichts mit. Und selbst Politiker staunen, wie ihnen hier die Macht des Handelns aus der Hand genommen wird. Stefan Stuchlik und Frauke Steffens bringen Licht ins Dunkel. Prozesse im Hinterzimmer, Firmen gegen Staaten. Großkonzerne wie Chevron, Philip Morris und Vattenfall. Es geht um Milliarden und um große Politik. Kaum jemand weiß von diesen geheimen Verfahren, zu denen die Öffentlichkeit keinen Zugang hat. Die Verhandlungsgrundlage, sogenannte Investitionsschutzabkommen. Sie weiß, was sich dahinter verbirgt. Pia Eberhardt forscht seit Jahren über solche internationalen Verträge. Auch Deutschland hat diese Verträge abgeschlossen, eigentlich um deutsche Firmen im Ausland vor Enteignung zu schützen. Um solche Diskriminierung oder direkte Enteignung, also die Wegnahme von der Fabrik, was man sich da so vorstellt, geht es aber heute überhaupt nicht mehr in diesem Verfahren. Das war vielleicht mal früher die Idee, aber was wir haben, ist ein völlig mutiertes Rechtssystem, das sich heute eben nutzen lässt, wirklich zur Bekämpfung von demokratischer Politik im öffentlichen Interesse. Darum geht's. Ein mutiertes Rechtssystem. Die Folgen mussten die Bürger der Stadt Hamburg erleben. 2009. Die halbe Stadt geht gegen das Kohlekraftwerk Moorburg auf die Straße. Die Grünen machen Wahlkampf gegen das Kraftwerk und kommen in die Regierung. Jetzt haben sie das Umweltressort und wollen strenge Umweltauflagen erlassen. Vattenfall zieht die Karte mit dem Geheimverfahren. Drei Anwälte treffen sich in Paris. Der Anwalt von Vattenfall fordert 1,2 Milliarden Euro Schadensersatz. Deutschland gibt nach. Das Kraftwerk Moorburg geht mit weniger Umweltauflagen ans Netz. Die Regierung in Hamburg wird über die Pariser Entscheidung nur in Kenntnis gesetzt. Auch der Staatssekretär ist vollständig überrumpelt. Die politischen Entscheidungen des neuen Senats wertlos. Es ist eine ziemlich absurde Situation, wenn man wie ich über Jahre Umweltrecht studiert hat und angewendet hat, die Rechtsprechung kennt, denkt man eigentlich, man weiß so ziemlich genau, um was es geht und was man machen kann und was man nicht machen kann. Und dann kommen Sie auf einmal, werden Sie vor ein Schiedsgericht gezerrt, wo drei Leute, von denen einer jeweils auch von den Parteien benannt wurde, auf einmal darüber entscheiden sollen, ob das, was sie gemacht haben, rechtmäßig ist oder nicht. Und deshalb ist das möglich. Vattenfall genießt als ausländisches Unternehmen Sonderschutz und kann vor ein Schiedsgericht mit drei Anwälten ziehen. Ein paralleles Recht. Ein deutsches Unternehmen müsste parlamentarische Entscheidungen über reguläre Gerichte anfechten. Ein ausländisches Unternehmen kann mithilfe der Investitionsschutzabkommen eine Abkürzung nehmen. Im Parallelrecht entscheidet ein Drei-Personen-Schiedsgericht. Widerspruch nicht mehr möglich. Und so sehen die Schutzverträge aus. Drei Seiten DIN A4, alles dehnbare Paragraphen. Die Bundesrepublik Deutschland etwa garantiert anderen Ländern, dass ihre Firmen, etwa Vattenfall, vollen Schutz bekommen und gerecht und billig behandelt werden. Mit solchen Paragraphen versuchen Firmen weltweit, politische Entscheidungen anzufechten. Man hat in Investitionsschutzabkommen sehr viel weitgehenderen Eigentumsschutz. Man hat auch keinen Verweis auf sowas wie ein öffentliches Interesse, was deutsche Gerichte durchaus berücksichtigen in ihrer Rechtsprechung. Also die Rechtsgrundlage ist anders. Dann haben wir es ja in nationalen Gerichten zum Beispiel, gibt es öffentliche Anhörungen in Gerichtsverfahren. Die sind in der Regel nicht öffentlich in Investor-Staat-Verfahren, sondern finden hinter verschlossenen Türen in irgendeinem Hotelzimmer in London, Washington oder Paris statt. Und es werden ständig mehr. 1995 gab es weltweit nur drei dieser Milliardenverfahren. Im Jahr 2012 schon 50, insgesamt 419. Der ehemalige Verfassungsrichter Professor Winfried Hassemer hat massive Bedenken gegen die Praxis dieser Schiedsverfahren.
Es geht darum, dass der Verdacht nicht abzuweisen ist, dass es nur eine ganz kleine Gruppe von Leuten gibt, die das eigentlich entscheiden und die dann das Ganze auch nicht öffentlich machen. Und es geht halt darum, dass man den Verdacht nicht los wird, dass hier Leute am Werk sind, die befangen sind, also die ein bestimmtes Interesse daran haben, dass ein bestimmtes Verfahren so und nicht anders verläuft. Firmen greifen politische Entscheidungen in Hinterzimmern an. Ein Riesengeschäft für Anwaltskanzleien. Die neue Studie zeigt, wie klein der Kreis derer ist, die überhaupt in diesem Milliardenverfahren mitwirken. Nur 15 Schiedsrichter weltweit entscheiden 55% aller Verfahren. Und sie wechseln dabei noch ständig die Seiten. In einem Verfahren vertritt ein Anwalt noch den beklagten Staat. Im nächsten ist er Schiedsrichter. Im dritten Verfahren vertritt er das klagende Unternehmen. Zumeist siegen die Firmen. Die jüngste UN-Statistik zeigt, im Jahr 2012 wurden 70% aller Fälle für die Unternehmen entschieden. Jetzt soll auch die große politische Richtungsentscheidung, der Atomausstieg, vor einem geheimen Schiedsgericht verhandelt werden. Eine Entscheidung, hinter der die Mehrheit der Bevölkerung steht. Eine politisch getroffene Entscheidung, vom Parlament beschlossen, von der Kanzlerin verkündet. Dagegen ist wieder der ausländische Konzern Vattenfall. Er kann seine Atomkraftwerke nicht weiter betreiben. Vattenfall fordert eine Entschädigung für die Schließung der deutschen Atomkraftwerke und Einrichtung eines Schiedsgerichts. Eines dieser geheimen Schiedsgerichte also. Zwei alte Meiler betreibt Vattenfall, Krümmel und Brunsbüttel. Beide haben sie schon lang amortisiert, Technik aus den 70er Jahren. Jetzt will Vattenfall mindestens 3,7 Milliarden Euro Schadensersatz in einem Hinterzimmerverfahren. Vattenfall wählt also den schnelleren und aussichtsreicheren Weg über das Schiedsverfahren, während deutsche Energieversorger wie E.ON oder RWE vor dem Verfassungsgericht klagen müssen. Vattenfalls Anwalt Richard Happ will nicht vor deutsche Gerichte. Sie müssen erst mal vor das Verfassungsgericht ziehen. Sie müssen Recht bekommen. Und dann müssen Sie hoffen, dass das Verfassungsgericht eine Entschädigungsregelung anordnet. Und dann muss das Parlament eine Entschädigungsregelung verabschieden. Und erst wenn das verabschiedet worden ist, kriegen Sie vielleicht irgendwann Geld. Für mich ist das Schockierende, dass es eine breite gesellschaftliche Mehrheit gibt und gab für den Atomausstieg. Und es gab eine parlamentarische Mehrheit dafür. Es gibt ein Gesetz zum Atomausstieg. Und jetzt kommt Vattenfall daher und sagt, nee, das wollen wir so nicht. Und wir verklagen Deutschland auf einem völlig intransparenten Weg. Die meisten Bürgerinnen und Bürger in Deutschland haben sicherlich davon noch nicht mal was mitbekommen und können unglaublich viel Geld verlangen von Deutschland. Sie versucht in Brüssel, die Geheimverfahren abzuschaffen. Franziska Keller vom Ausschuss für internationalen Handel. Ihrer Erfahrung nach spricht sich bei den EU-Verhandlungen aber eine Nation eindeutig und immer für das parallele Recht aus. Die Bundesrepublik Deutschland. Die Bundesregierung sieht sich anscheinend als Vertreterin der großindustriellen Interessen Deutschlands, wie Sie das verstehen. Es geht ihm nicht um die Bürgerinnen und Bürger Europas, es geht nicht um kleine Unternehmen. Es geht ihm nur um die großen Unternehmen, ohne zu beachten, dass ihnen diese Investitionsschutzabkommen auch ganz leicht selbst auf die Füße fallen können. Die Firmen bedanken sich für die deutsche Politik. Amerikanische Unternehmen denken schon darüber nach, in Europa gegen Fracking-Verbote vorzugehen. Natürlich mit geheimen Schiedsverfahren. Ein Grundpfeiler der Demokratie. Sie haben es gehört, so funktioniert es. Und wenn Sie glauben, es gäbe nur ein Recht, liebe Zuschauer, muss ich Sie enttäuschen. Da haben wir es wieder mal gesehen. Da erinnern Sie sich, als ich über das Thema Kernkraft gesprochen habe, gab es diese Zahlen, was ein Meiler pro Monat, wenn er amortisiert ist, abwirft. Das ist rund 1 Million Euro im Monat. Und dann lässt man sich noch den alten Mist, den man dann stehen hat, mit Technik aus den 70er Jahren, mit ein paar Milliarden versüßen. Wer bezahlt's? Ja, raten Sie mal, wer es bezahlt. Sie bezahlen es und alle anderen dummen Konsumenten, wie die ganzen Krankenhauskosten mit schlechten Produkten, der Nahrungsmittel und so weiter. Wir müssen anfangen nachzudenken. Sie und ich. Bis dann.
timetodo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.